hunderte Male habe ich mir das angeschaut. Rechts mein Großvater Florentin, daneben Onkel Jacken. Zwei Brüder auf einer Sitzbank. Gibt es die Bank in Surrey noch? Klar, es ist zwar nicht mehr das Original, aber eine ähnliche Sitzbank. Vor dem Stall saßen sie nebeneinander, in der Gasse lebten sie nebeneinander und auf dem Friedhof wurden sie nebeneinander begraben. Mein Onkel Jacken und mein Großvater Florentin. Das ist die kleine Geschichte zur Sitzbank von Puschet. Diese verflixten Bänke und ihre Geschichten. Weil ich mehr über sie erfahren möchte, suche ich in Graubünden Bänke und setze mich auf sie. Braucht es denn die Bank heutzutage noch oder ist sie überflüssig geworden? Nein, wir brauchen die Bank. Oder was denkst du, Edith? Das würde ich auch meinen. Was würden wir nur ohne sie tun? So kann man sich konzentrierter unterhalten, nicht? An warmen Sommertagen plaudern wir hier bis um 22 Uhr und erzählen uns unsere Geschichten. Wenn die Gäste hier sind, herrscht schon ziemlicher Betrieb. Wirklich? Aber sicher. Dann möchten die Gäste ein Foto machen. Wir sagen dann, das könnt ihr schon, aber hübsch sind wir nicht. Während Sie auf der Bank sitzen? Wir werden oft gefragt. Würden die Touristen für jedes Foto einen Franken bezahlen, wäre ich reich. Die Sitzbank ist eine Art Vorplatz des Hauses. Es ist einerseits ein privater Ort, der aber gleichzeitig öffentlich ist und dazu einlädt, vorbeizuschauen. Ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, ob ich auf einer Bank sitzen darf oder nicht. Wenn man bei einer vorbeikommt, setzt man sich. Egal, ob da schon jemand sitzt oder nicht. Das ist aber nicht Ihre Bank. Nein, die ist nicht mir. Ich darf lediglich hier sitzen. Meine Bank steht dort drüben. Aber im Moment scheint die Sonne drauf. Dort kann ich nicht sitzen. Dann kommen Sie einfach hierher und setzen sich auf diese Bank? Ja, man muss nicht fragen, ob man hier sitzen darf, nicht? Natürlich darf ich hier im Schatten sitzen. Später sitzen wir dann zu mir, wenn der Schatten dort ankommt. Ich denke nicht, dass es die Bänke noch braucht. Jene Bank dort steht sogar im Weg. Wenn große Autos vorbeifahren, streifen sie die Bank manchmal. Jene dort? Ja. Ich denke, dass es zum Sitzen keine Bänke mehr braucht. Aber für das Dorfbild sind Bänke wichtig. Ja, es wäre schade, sie zu entfernen. Beim typischen Engadinerhaus steht die Sitzbank auf der Haustürrampe, die den Hauseingang und den tiefer gelegenen Stalleingang trennt. Diese Bank ist aber nicht so alt, nicht? Nein, die haben wir erst 2014 neu aufgestellt, weil die alte Sitzbank vom Verkehr gezeichnet war und die Mauer Risse aufwies. Denn hier stießen die LKWs immer wieder gegen einen Stein. Das war diese Mauer, die wir jetzt aber erneuert und in Richtung Haus verlegt haben. Die alte Mauer reichte nämlich bis hierher. Es ist schon ziemlich eng. Ja, ja. Die Mauer reichte bis hierhin. Daneben stand besagter Stein, der etwa so hoch und breit war. Den erwischten immer wieder LKWs. Hier sehen Sie, dass ein LKW auch wieder die Mauer gestreift hat. Da
Eine Sitzbank ist relativ schnell improvisiert. Es braucht einfach einen Abstand zum Boden. An gewissen Orten stand vielleicht eine Mauer vor. Da konnte man auf der anderen Seite einen Baumstamm benutzen und ein Brett darüber legen, um so eine improvisierte Sitzbank zu erhalten. Manchmal bestand die Bank aus einem Holzblock vor dem Haus. Nicht selten hielten solch improvisierte Bänke länger als modern gefertigte Exemplare. Die Bank als Möbelstück ist auch heute noch ein Thema. Designstudenten aus Meinfeld beschäftigen sich mit ihr. Den Anfang macht eine Recherche zum Thema, was ist eigentlich eine Bank? Sie suchten nach Modellen, die es schon gibt und Ideen, die noch nicht umgesetzt wurden. Ihnen stehen eine Kettensäge und ein Baum zur Verfügung. Damit müssen Sie Sitzbänke herstellen. Wir haben einen Baumstamm mit einer Länge von 2 Meter und einem Durchmesser von ca. 50 cm. Daraus machen wir 3 sehr dicke Bretter, die eine Stärke von jeweils 10 cm aufweisen. Einzig die Kegel links und rechts und die Rinde werden nicht weiterverwendet. Aus diesen 3 Brettern stellen wir unsere Bank her. Das erste Brett bildet die Sitzfläche. Das zweite ist breiter und kann als Rückenlehne verwendet werden. Aus dem letzten Brett entstehen die beiden Bankbeine. Und das alles ohne Eisenbeschläge und Leim. Vorne sieht man die Wölbung des Baumes. Dadurch kann man die Füße nach hinten legen, ohne dass dabei Kanten stören. Das ist sehr bequem. Die Rückenlehne ist so hoch, damit man die Arme darauf abstützen kann. So ist die Bank sehr bequem. Das fertige Produkt sieht dann so aus. In Sent gibt es eine Bank, die alle kennen. Gemeint ist die sogenannte Platzbank mitten im Dorf, wo sich früher die Männer trafen. Doch eigentlich steht diese Bank aufgrund eines Streites seit über 10 Jahren nicht mehr hier. Ich treffe mich mit Aita Zanetti, der Präsidentin des gemeinnützigen Vereins von Sent. Eigentlich würden es alle begrüßen, wenn die Bank hier stehen würde. Es gibt einfach einige Differenzen, auf die ich hier nicht näher eingehen möchte. Es gibt verschiedene Interessensgruppen. Einerseits die Post, andererseits die Gemeinde. Eigentlich wünschen sich aber alle eine Rückkehr der Bank an diesen Ort. Aita Zanetti ist es gelungen, die Bank für eine Woche an ihren angestammten Ort zurückzuholen. Jetzt bringen wir sie dann wieder dorthin, wo sie eigentlich gar nicht hingehört. Das ist jetzt einfach so. Was haben die Einwohner von Sent gesagt, als die Bank wieder hier stand? Interessanterweise hörte man vor der Rückkehr kaum jemanden, dem die Bank fehlte. Als die Bank dann aber wieder hier stand, waren die Reaktionen positiv. Sie sagten, die Bank ist wieder an ihrem Platz. Soll ich helfen, sie zu verschieben? Sollen wir? Ja, ich helfe mit. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Die Bank will nicht, sie ist sehr schwer. Wir müssen sie drehen. Ich muss mich etwas hinsetzen. Die Bank ist eine stille Begleiterin, die wenig Lärm macht, aber immer da ist. Sie braucht nur ein wenig Pflege. Ich denke, dass die Bank ein Spiegelbild unserer Gesellschaft ist. Wir sprechen ständig von Kommunikation und erfinden neue, lange Wörter zur Beschreibung, wie wir uns miteinander unterhalten.
Aber man könnte sich vielleicht einfach hinsetzen und miteinander sprechen. Das würde auch genügen und das Gespräch hätte wohl eine andere Qualität. Ich hoffe noch immer, dass die Bank irgendwann an ihren angestammten Ort zurückkehrt. Ich lasse es sie dann wissen. Aita Zanetti weiß noch nicht, dass sie in Sachen Platzbank etwas in Bewegung gesetzt hat. Die Sitzbank lädt dazu ein, zu warten und die Zeit vergehen zu lassen. Eigentlich sind Bänke dazu da, die Zeit zwischen verschiedenen Aktivitäten zu füllen, zwischen zwei Arbeiten oder anderen Beschäftigungen. Wenn man sich auf eine Bank setzt, geht man metaphorisch gesprochen in den Standby-Modus, bis die nächste Arbeit ansteht. Wenn meine Ferienwohnung freistand, setzte ich mich oft draußen auf die Bank. Dann kamen Touristen vorbei, die sich das Dorf und die alten Häuser anschauten, und sie sprachen mich oft wegen der Ferienwohnung an. Auf diese Weise konnte ich die Ferienwohnung öfter vermieten. Dann ist es also eine Art Geschäftsbank. Also, mir gefiel der direkte Kontakt zu den Gästen besser als der aktuelle über das Internet. Ich habe die Wohnung später auch über das Internet vermietet, aber da fehlt mir etwas der persönliche Kontakt. Über kurz oder lang wird das Internet alles ablösen. Aber für die Vermietung der Ferienwohnung war dieser Platz bestens geeignet. Sonst habe ich hier aber keine weiteren Geschäfte abgeschlossen. Nichts weiter? Nein, sonst nichts. Ich sitze hier auf einer modernen, künstlichen Bank. Künstlich ist sie deshalb, weil sie einfach irgendwo in der Landschaft steht. Hier kann man eine Pause einlegen oder die Landschaft genießen. Es ist aber keine traditionelle Sitzbank. Traditionelle Bänke waren dort, wo man wohnte, und sie hatten eine ganz andere Funktion. Bei der funktionellen, traditionellen Sitzbank wird nie auf die Aussicht geachtet. Sie ist in erster Linie für den Gebrauch da. Das führt dazu, dass sich diese Bänke manchmal an unmöglichen Orten befinden. Diese Bank steht an einem guten Ort und fällt sofort auf, vielleicht auch wegen ihrer Farbe. Ecco. Also, Niggen ist mein Nachbar zur rechten Seite. Als die rote Bank aufgestellt wurde, sagte er mir, Giovanni, das ist Kacke. Deine rote Bank ist Kacke. Sie hat ihm nicht gefallen? Ich habe gesagt, rot ist sie und rot bleibt sie. Sie sieht ja ganz neu aus. Ich habe sie schon zweimal gestrichen. Oder ein paar Mal mehr. Wir haben unter der Oberfläche rund 20 Schichten entdeckt. Vor 3 Jahren rief er mich im Tessin an und meinte, Opa, ich streiche deine alte Bank neu. Ich sagte, nein, fasse meine Bank nicht an, fasse sie nicht an. Die Bank fing an, Rost anzusetzen. Ich traf mich hier mit Freunden und wir waren uns einig, dass etwas gemacht werden musste. Denn so konnten wir die Bank nicht belassen. Als ich nach einem Monat hinaufkam,
wartete eine Überraschung auf mich. Als ich mit dem Auto näher kam, sah ich die Bank. Meine Bank hatte die Farbe gewechselt. Und sie ist ganz schön, wunderschön. Jetzt haben alle Freude an der Bank. Ich, sie und alle, die vorbeikommen. Wenn ich hier bin, habe ich immer Gesellschaft und jemanden zum Plaudern. Diese schöne Bank sieht man sofort. Das bemerkten auch andere und wollten davon profitieren. Diese Geschichte erzähle ich später. Die Gruppe, die diese Bank konstruierte, hat sehr stark mit dem goldenen Schnitt gearbeitet. Alle Proportionen, also Holzstärken und Distanzen, stehen stets im gleichen Verhältnis zueinander. Kommen wir zur Ergonomie. Wenn man an einen Easy-Chair oder an einen Sessel denkt, der im Wohnzimmer steht, so haben diese keine Ebene, sondern eine schräge Sitzfläche. So beträgt der Winkel zwischen Sitzfläche und Rückenlehne auch hier 105 bis 110 Grad. So erhält man eine optimale Sitzposition. Dies hier ist ein gut durchdachtes Detail. Man hat hinten etwas Luft gelassen, damit das Wasser abfließen kann und man die Bank rasch von Blättern befreien kann. Die Aufgabe hier war dieselbe. Das Resultat fiel aber ganz anders aus. Hier wurde mit geometrischen Formen gespielt, die so in der Natur nicht vorkommen. Dies wurde zu einem Produkt verarbeitet, das anschließend selber in der Natur steht. Auch hier gibt es keine Schrauben, Nägel oder Ähnliches. Es wurde nur mit diesem Dreieck gearbeitet. Hier ist interessant, dass das Einfache nicht immer einfach ist. Bei diesem Modell ist die Sitzfläche eher traditionell. Das Hinsetzen funktioniert. Manchmal wackelt sie ein wenig, aber das ist nicht tragisch. Das Design spielt mit dem Tête-à-Tête-Konzept. Bei dieser Bank gibt es keine vordefinierte Richtung. Von dieser Seite aus sieht man beispielsweise einen See. Auf der anderen Seite genießt man eine andere Aussicht. Mein Vater sagte immer, wir haben fast überall eine Bank, doch an diesem Ort fehlt uns eine. Hier scheint die Sonne, wenn es drüben schattig ist, und umgekehrt. Hier hätte ich gerne eine Sitzbank, sagte er. So habe ich für sie eine Bank angefertigt und sie freuten sich sehr darüber. Wir nannten sie die drei Eidgenossen. Als erster starb Hanin Koch, den man rechts sieht. Dann Nikol Stupan links und dann mein Vater in der Mitte. Alle sind innerhalb 6 Monaten verstorben und wurden nebeneinander auf dem Friedhof beerdigt. Alle drei sprachen oft und gerne über Politik. Da jeder mit einer anderen Partei sympathisierte, gerieten sie sich immer wieder in die Haare. Wenn ich hörte, dass ihre Stimmen lauter wurden, öffnete ich die Tür einen Spalt breit und lauschte. Niemand bemerkte die geöffnete Tür. Und so lauschte ich, wie die drei sich stritten. Wenn ich vor dem Haus auf einer Bank sitze, warte ich darauf, dass etwas geschieht. Ich kann Ausschau halten. Wenn ich draußen sitze, gebe ich das Signal, du kannst kommen, wenn du willst. Jetzt bietet die Bank bald keinen Platz mehr. Hast du Platz? Geht es? Hallo, guten Abend. Hallo, Nachbar. Komm und setz dich ein bisschen zu uns. Danke. Wie war dein Nachmittag? Warst du im Schatten? Ja, ich saß ein Weilchen drüben auf der Bank. Mein Nachbar Nigel war ein guter Dichter.
In die Bank hat er ein schönes Sprichwort eingraviert. Wer Spaß und Scherze mag, hat hier Gesellschaft jeden Tag. Wie groß du bist! Und wie wird man so groß? Und wie lachst du? Dieses Sprichwort hat mir immer gefallen. Ciao. Das Postauto ist der Grund für den Streit rund um die Bank in Sendt. Mit der Zeit wurde sie zu einer Haltestelle für das Postauto. Da hier im Winter viele Touristen warteten, wollten die Hausbesitzer die Bank im Winter entfernen lassen. Nicola Bardola ist Schriftsteller, lebt in Deutschland und bewohnt in Sendt das Haus hinter der Bank, das sich seit vielen Jahren im Familienbesitz befindet. Es hat angefangen mit den Postbus. Es begann mit den Postautos, die hier im Winter lange gehalten haben. Da haben wir angefragt, ob man die Bank in der Hochsaison nicht temporär entfernen könnte. Die Gemeinde hat sich das überlegt, meinte aber, die Bank müsse immer hier stehen. Sie erließ dann eine Verfügung, wonach die Bank das ganze Jahr durch hier stehen müsse. Da die Bank auf unserem Grund steht, mussten wir uns wehren. Als wir uns einen Anwalt nahmen, wurde rasch klar, dass die Gemeinde das nicht tun darf. Die Gemeinde hatte also verloren und entfernte, vielleicht aus Trotz, die Bank endgültig von ihrem Standort. Das ist schade, denn die Bank wurde extra für diesen Platz angefertigt. Sie passt genau auf die Platte, die vor rund 60 Jahren extra für die Bank geschaffen wurde, damit sie waagerecht steht und alle gut darauf sitzen können. Diese Bank gehört hierher. Als er die Bank kürzlich beim Brunnen sah, schob er sie eigenhändig an ihren angestammten Ort zurück. Ich finde, man muss mit einem guten Schritt vorangehen und zeigen, wie schön die Bank an diesem Ort ist. Für Einheimische und Touristen, aber nicht für die Postauto AG. Ein perfekter Stoff für einen Schriftsteller, nicht? Ich habe mir schon überlegt, einen Roman aus der Sicht der Sitzbank zu schreiben. Sie hat viel zu erzählen, denn sie hört viel von all den Leuten, die hier sitzen. Es wäre interessant, die wechselvolle Geschichte dieser Bank in einem Roman zu schildern. Das ist mir ein Bedürfnis. Vielleicht erlebt die Bank ja doch noch ein Happy End, in Realität oder Fiktion. Ein böses Ende hätte die andere Geschichte nehmen können, jene der roten Sitzbank. Vor Jahren, als meine Kollegen aus dem Tessin hier waren, haben wir uns auf der Bank unterhalten. Ich habe mich ganz gemütlich nach hinten gelehnt, als ich merkte, dass meine Finger etwas berührten. Ich spürte etwas und sagte, da müssen wir nachschauen. Wir haben die Bank also umgedreht und einen Umschlag mit einer weißen Substanz entdeckt. Ich meinte, das ist nicht gut, da muss ich anrufen. Ich habe dann die Polizei in Filisur angerufen. Keine 10 Minuten später war der Polizist da, öffnete den Umschlag leicht. Er fragte mich, haben Sie es angefasst? Ich sagte, nein, ich habe den Umschlag nur gespürt und nicht angefasst. Er hat daran gerochen und gesagt, das ist Kokain. Wir untersuchen es und werden Sie verständigen. Ich sagte, Hände weg, ich war's nicht. Noch heute sagen mir meine Tessiner Kollegen, die damals hier waren, Giovanni, du hast es probiert. Gib's zu. Auch früher saßen die Leute nicht stundenlang auf einer solchen Bank. Entweder es kam nach einer Weile jemand, mit dem man sich unterhalten konnte, oder man ging weiter. Auch ich warte nicht eine Stunde, bis jemand kommt. Wenn jemand kommt, habe ich vielleicht Lust zu bleiben. Aber sonst gehe ich lieber weiter.